und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit dieser Cutscene. The Lament is not an entirely unpredictable natural disaster. To confront one's enemy, one must first understand them. However, even now, we can only anticipate and warn of the Lament's coming. Advanced predictions, including those of the Etheric Sea and the Tacit Fields, remain beyond our reach. Our battle against the Lament cannot be won by a chosen few. The Lament is our shared enemy, tearing apart the land and ripping people from their homes, their lives. This is something only we, as human beings, can achieve. Another one? Is this how the Black Shores was founded? Maybe. It was like... Hallo, das ist ganz schön hoch, oder? Die Aussicht von Auge vom Asteria ist richtig schön. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Komm und hilf mir. Das sind so viele Tastendissonanzen im TD-Observatorium. Ja, kümmern wir uns natürlich drum. Sorry. So. The TD Observatory is where we observe tacit discords across the world to predict the Lament. It handles data collection, storage, and transmission of anything related to these creatures. That's why this place is the trickiest. We had a severe leak in data. Watch out! More tacit discords incoming! Hello! My blade yearns. Guten Tag. Thank you. I'm the keeper of the TD Observatory. That was an impressive battle. I've heard about your skills from my colleagues in Jinjo. Das war jetzt nicht so krass, Digga. Alles gut. Bist du aus Huanglong? Yes, but regardless of our origins, we're united by a common ideal here. While you were busy cleaning house, we took the opportunity to reconnect to the Tethys system at the Haven of Sprouts. Since data can materialize using the energy of the Tacitite, we can harness it to our advantage. Now we have input data near the anchor, enough to form a climbing platform. Let's drive those monsters back to where they belong. Okay. The repair personnel for the first two anchors are on their way. It's now or never. Mind's Eye. Steht dir immer auf. Hey, wo willst du denn hin? Wo wollte der jetzt hin, ey? Wahrscheinlich weglaufen, um nicht zu sterben. Oh, jetzt oder nie. Hä? Der Spruch kam doch gut an. Verklag mich doch. Egal, wir sind jetzt bereit. Wenn du bereit bist, können wir den letzten Schritt machen. Berechtigung erteilt. Auf zum Speak. Ja, genau. Renn gegen die Wand. Warte. Tee habe ich jetzt nicht gerechnet. So, und kaputt machen. Oder reparieren, je nachdem. Beckon the divine flame. Sorry.
guests of the unkind. Feathers and cinnamon. Take four. You're wide open. Wind Rider. Together we vanquish. Take form. Be reduced to cinders. Sever! Jetzt müsste eigentlich alles wieder okay sein. Die letzte Menge an korrumpierten Daten wurde im TD-Observatorium bereinigt. Ist das gut oder schlecht? Gorgeous of spirits. I can only go as far as you commanded. From the Etheric Sea to Sonoro. From time to space. Hey, Ying Yang, look! Somebody's over there! Wait, is she dead? Or just unconscious? Your story begins here. Go for. I am forever by your side. Wow, du hast mich erschreckt. Du bist einfach so von oben heruntergefallen. Alles okay? Ich habe hier ein paar Ersatzteile und Öl. Nimm, was du brauchst. Danke. Mir geht's gut. Der Anker im TD-Observatorium ist jetzt wiederhergestellt. Alto und die anderen haben auch die Reparatur des Ankers am verhüllten Felsen fertiggestellt und werden bald hier sein. Wo ist er? Ach, hübsch, die Sonne geht auf. Conception. All right. All the repairs are finally done. Ja, aber ist das da in der Mitte in Ordnung? Ist das, soll das so sein oder? Thank you for your help. Without you leading the charge, we would have barely made it. Oh shit. You are Hoda. Oh, I forgot to tell you. We finally found out her true identity. Ugh. She wasn't lying when she said she was a bloom bearer. She worked as a field medic. But more importantly, she died in the lament that destroyed the port city of Guishu a few hundred years ago. In short, she couldn't be alive. Aber wie ist es dann möglich? Hoda is but one of us. In the Tethys system, our registered name is Necrostar. We are forever trapped on the event horizon of the black hole, falling into an unending darkness. Not time. Beneath the lament's wheels, we are but dust, pitiful souls, cursed to suffer dreadful eternity, denied the solace of death. My mentor, the one I follow. Please, I beg you to end this Mobius loop, this endless cycle. Excuse me? Welcome home. You stand on these shores once more. Welcome home. Du hast mich doch in der Hafenstadt Jishu gerettet. I wished to keep you from any harm. Forgive me for acting on my own accord. Was war da? Warst du das vorhin am Strand? Hm.
Warum siehst du so traurig aus? Sad. Pardon me. Such emotions are not mine to show. Yes, it was I. Long ago, when you first brought the Black Shores into existence on this island, I assisted you in managing this place. You once wove the threads of this world together, but then you left, roving the boundaries between this realm and the next. Ich erinnere mich an nichts davon. You have lost far more than just your memories. Aber die schwarzen Küsten. Since your departure, the Tethys system has been the sole leader of the Black Shores. Most have never seen you, and that is all by your design. This place, built by your hands, holds all its resources at your disposal. You have more important matters to attend to than dealing with everyday trifles. That is why you entrusted the Tethys system with the Black Shores governance. This time, only you have the ability to end all of this completely. This is also your first step towards the future. Hoda sagt etwas Ähnliches. You mean? Du erzählst der Küstenwächerin was in der Wächerin. She was indeed a bloom bearer, but mysteries still surround her and the departed. The departed, whom you saw in the port city of Guishu, caused those abnormal frequencies. Only you can mend those errors. Rest assured, I shall always be by your side to assist you as before. Was ist damals passiert? I am sorry. But I must keep this secret from you. Klar muss ich das. Perhaps, as you restore the Tethys system, you will uncover the reasons for severing ties with your past. Wandering traveler, please tell me. Are you satisfied with your journey and stories in Jinjo? Ja, also die sind nett und so und es war ein cooler Start für die Reise. Glaube ich? Also. In Solaris, Jinjo is but the beginning of your journey. Please have faith. The path ahead shall be as splendid as you desire. Was soll ich jetzt machen? The gate to the underground has been opened. Pass through it, and you will reach the depths of the Black Shores. Okay. Your journey has only just begun. Beyond the Black Shores lies Solaris itself. Before you go, can I ask a favor? When all is settled, will you share your stories from Jinjo with me? What? Okay. Nehmen wir einfach mal hin. Alto, du hast sie auch gesehen, oder? Hast du sie auch gesehen? She's the shorekeeper. Ja. She even showed up in person. That means. Du kennst sie nicht? I haven't seen the shorekeeper in all my time in the Black Shores. I've only heard the stories about her. Mm. If the shorekeeper is revealing herself to you,
They could only mean one thing. I think you know what I mean. Nicht wirklich, nein. The gateway to the underground has been opened. I'm sure the answers lie ahead. Go on. Leave the rest to us, buddy. Okay, buddy. Ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich will nicht in dieses Loch da rein. Das klingt nicht, als wäre das... I stand ready. Das klingt aber nicht, als wäre das eine gute Idee. Mind's eye. Darunter zu hinten. My blade yearns. Und der Bauer sitzt da einfach ganz brav. Hallo. Take four. Triumph through sacrifice. So. Dann wollen wir mal darüber schwimmen. Also, eigentlich, wie gesagt, will ich das gar nicht, aber okay. Fliegende Fische. Habt ihr gesehen? So, los geht's. Geronimo? Schwarze Küstenuntergrund. Okay. Wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Hey, warte. Huh, Nana. Ah, Gott sei Dank. Endlich bist du wach. Ich dachte, du bist so schwer gefallen, dass du es nicht überleben würdest. Wo bin ich? Du bist bei der Lebensbank. Wie du siehst, ist dies eine unterirdische Bank für Blumensamen. Also bin ich jetzt schon im Untergrund, ja? Ja, ja. Eigentlich kommt niemand zur Lebensbank, außer der Küstenwächterin. Und wo ist die? Also, wenn ich mich recht erinnere, hat sie den Untergrund nie verlassen. Früher kam sie gelegentlich zur Lebensbank und suchte sich eine Blume aus, die sie in ihren eigenen Garten einpflanzen wollte, aber... Das ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Genau genommen sind seit ihrem letzten Besuch 20 Jahre, 5 Monate und 17 Tage vergangen. Okay, also ich muss den Fehler von Tethys in Ordnung bringen. Dann musst du zum Datenhub gehen, wo die stellaren Matrizen, meine Sternsammlungen aufbewahrt werden. Aber leider ist der Datenhub seit längerer Zeit nicht mehr im Betrieb. Anscheinend hat die Küstenwächterin versucht, das Problem zu beseitigen. Deshalb ist sie wohl schon lange nicht mehr hier gewesen. Wenn die Küstenwächterin dir vertraut, dann werden wir auch dir vertrauen. Danke. Kumani hat deine Informationen über das Tethys-System an uns weitergeleitet. Alles, was ich kann, ist, mich um Pflanzen zu kümmern. Mehr kann ich in dieser misslichen Lage auch nicht tun. Aber ich will trotzdem helfen, wenn die schwarzen Küsten meine Heimat in Not sind. Ich, gebe es der Küstenwächterin. Vielen Dank. Wenn du gerade gehst, verlässt du die Lebensbank. Okay. Lege den Schlüssel auf die Basis, um die Mechanismen zu aktivieren. Mhm. Make it fast. Erstmal ein bisschen umgucken hier.
Diese Pflanzen wird offensichtlich gut gepflegt. Die schwarzen Küsten werden auf einem riesigen Tacit-Felsen erbaut und die meisten Pflanzen gedeihen nur unter speziellen Bedingungen. Werden diese Pflanzen auch von Ruptern gepflegt? Ja, offensichtlich schon. Also, der Dude ist ja hier. Gut, dann wollen wir mal. Ach ja, das hier solltest du auch mal probieren. Ich habe auch eine neue Kraft erlangt, die dir helfen kann. Tada! In bestimmten unterirdischen Bereichen der Schwarzen Küste kannst du mit diesem Gerät ein Portal zwischen zwei Räumen öffnen. Schieß doch mal auf den datenbedeckten Bereich. Okay. Mhm. Opening passageways between different spaces uses the spatial properties of the sonorosphere. Thus, the Tether system can hold nearly infinite data. It is akin to a collection of sonorospheres. Verstehe. Aber ich weiß nicht genau, wo ich jetzt eigentlich hin soll, ehrlich gesagt. Tut das Zimmer, also da muss ich hin. Seit der Fehlfunktion von Tethys wurde der Abzug immer im Schlüssel hier liegen. Wir können ihn durch das Portal reichen. Okay. A time well spent. Abkürzung wäre es gewesen. Okay. Na, dann wollen wir mal. Wenn die Küste nicht da. Oh, oh. Ist das okay, wenn der Boden hier so rot leuchtet? Na gut, da ist sie. This is what the Black Shores really looks like. Du bist nur eine Projektion, oder? To be exact, my body is composed of sonorospheres, and the projection you see is but a shadow of the sonoro. I cannot leave my post. As the core computational unit of the Tether system, I must remain to ensure its proper functioning. Yet, I still wish to be with you. This is the only way. Überrascht mich, den Nachthimmel im Untergrund zu sehen. This place holds records of every lament across Solaris. Those that have passed, those happening now, and those yet to come. Here, a planet's lament transforms into stars that fill the sky. Oder nannte mich die Astralmodulatorin. Hat dieser Name etwas mit dem Ort hier zu tun? Astral Modulator,
guide of civilizations, mastermind of the Black Shores. Before you severed ties with your past, it was indeed one of your names. Perhaps you have a preference? Wie hast du mich denn genannt? Me? I would call you by your true name. I have always addressed you as such, in the past and present, through countless years. That is the Necrostar, once known in ancient astronomy as a black hole. The Tether system transforms data into stars, observing the entire Solaris, and discarded data are cast into the Necrostar. The abnormal frequency you encountered in the port city of Guishu is part of it. Or rather, it is the Necrostar itself. Please, bring it back to the modulation hall. And I shall correct it. Then, the Tether system will be restored, and harm will be no more. My only hope now is that we are not too late. Go ahead. I am always with you. Here we go. Though I am but a projection, I've been by your side all along. I'll stand by you until the very end of this journey. You're wide open. Unstoppable. Don't you worry. I can take it. No need to dwell. Beckon the divine flames. Make it fast. Oh, look, shinies. Winds. It appears the Necrostar has been successfully contained underground, and the gate is now sealed. Take four. No need to dwell on it. My blade yearns. Ow. Appear. Verity shines. Guests of the unkind. Richard. Was müssen wir hier rüber, da oben hoch? Ja. No need to dwell on. Be reduced to cinders. Mind's eye. Sever! Winds, heed my command. Appear before me. Stay sure. Break the facade. Together we vanquish. No need to dwell on it. Leave it to me. Transmitting. Appear before me. Beckon the divine flames.
miracle. I want one. Of life. Triumph through sacrifice. Abgeschlossen. Okay. Danke, danke. Du bist meine Retterin. Diese Tastendissonanzen sind echt eine Plage, aber zum Glück ist es eine Möglichkeit, sie zu beseitigen. Kunana hat doch gesagt, dass du Wichtiges zu tun hast, richtig? Dann geh los. Wir kümmern uns um die Rest. Frau Beatrice und die Agenten brauchen auch deine Hilfe. Keine Sorge, ich sichere draußen alles ab. Oh. Die sehen nicht so knusprig aus. You're safe. It's okay now. I heard her voice. Yes, she's here. Don't worry, you'll be fine. I'm here with you now. Stay with us. The medical team will arrive any minute. I fulfilled my duty as a member of the Black Shores. Your effort won't be wasted. We will restore everything to normal and ensure everyone's safety. Thank you. Please stop them. We will. Have a good rest now. You've done enough. Your actions will shine bright like the stars. A beacon for all to see. Jo. Dann mache ich jetzt hier wieder einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye bye.